Und da ich ja momentan eh Streaming-Urlaub offiziell nehme und jeder Stream, der bis Mitte November stattfindet, nur ein Bonus-Stream ist, weil ich gerade die Zeit dafür zusammengesammelt habe. Deswegen. Nee, ich merke auch so jedes Mal, wenn ich Minecraft zocke, merke ich so, oh, eigentlich würdest du auch mal so langsam im Stream was anderes zocken wollen. Da steht übrigens einer. Und ich kann mich nicht mehr so richtig motivieren zum Bauen irgendwie. Und ich brauche mal was anderes. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Und ich glaube, das tut dem Stream auch mal ganz gut, wenn ich mal ein bisschen wieder was anderes zocke. Das ist ein Arsch, ne? Penner. So, aber ich weiß, dass er da steht. Von daher, mir kann er nichts. So, wir können jetzt hier reinhüpfen. Allerdings stehen da, glaube ich, zwei sogar drin. Deswegen nehme ich hier mal die Tür. Der müsste eigentlich uns noch nicht sehen. Ja, aber. Und so. Nice. Ja, geht ganz gut, aber muss ich sagen. Also dafür, dass ich schon so lange nicht mehr gezockt habe, klappt das recht vollzüglich, vorzüglich. Woodbolt. Aha. Zu schlecht. Können wir nur momentan noch ein bisschen anfangen, weil Woodbolts für die Armbrust sind. Armbrust haben wir noch nicht. Aber genau, so sieht's aus, Flocky. Aber das ist halt noch eine Überlegung. Ich weiß noch nicht so recht. Wir werden sehen, wie es im November aussieht, wenn ich da richtig anfange. Der ist schon ein Ticken schwerer. Und das ist auch der erste von denen, der uns hier begegnet. Da hat uns das Ausweichen nach hinten auch nicht mehr so viel gebracht. Der hat ein bisschen mehr Range. Und ja. Dadurch sollten wir uns für die noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. So, da oben steht jetzt einer, der bewirft uns, glaube ich, mit Bomben, wenn mich nicht alles täuscht. Mit Brandbomben. Nee. Der nicht, aber der dahinter. So, der macht Platz. Da oben den kriegen wir leider nicht. Angegriffen, der doch nicht. That's what I'm talking about. Schön weg da. Können wir uns auf den konzentrieren. Beziehungsweise, wenn ich mich alles täuscht. Oh, das war knapp. Das ist halt das Problem. Hey. Nee, 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 ich will den schon. Ach so. Ah, okay. Warum? Nee, der muss den verkacken, oder was? Es ist, glaube ich, mal Zeit für eine Estus-Flask. Also langsam wird es ein bisschen riskant. Unter 50% HP ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Vor allem, wenn uns dann einer blöderweise irgendwie, weil wir einen ähnlichen Fehler machen. Wir haben ja zwei zum Glück Estus-Flasks. Und wenn mich nicht alles täuscht. Täuscht es natürlich nicht, ich weiß es. Können wir sie eh gleich wieder auffüllen. Von daher. Der Buckler. Den haben wir gerade bekommen. Das ist ein Schild, allerdings. Ein Parierschild. Das ist ein Parry-Item. Das heißt, damit richtig vernünftig blocken können wir damit nicht, weil der uns nur 75% des Damages abwehrt. Das heißt, 25% kriegen wir immer noch. Und parieren werde ich, glaube ich, nicht. Der wiegt halt nicht viel. Ich lasse den, glaube ich. Ich rüste den aus. Zur Sicherheit, aber im Prinzip ist er dafür halt. Er hat einen sehr, sehr schnellen Parry-Move. Das heißt, wenn man sich daran einmal gewöhnt, kann man damit sehr, sehr gut parieren. Ich traue dem Braten aber nicht. Deswegen lassen wir es erstmal ohne. Machen wir es erstmal dual-wield, bevor wir
oder so lange, bis wir einen vernünftigen Schild bekommen. Hier unten haben wir ein Gebiet, da kommen wir aber erst später rein. Da müssen wir jetzt noch nicht runterhüpfen. Erstmal müssen wir einmal hier um die Ecke gehen. Den hier. Ah, Mist. Legen. Witching Urn. Nice. Der Enemy ahead, therefore attacking. Genau. Der hat uns gewarnt vor dem Gegner. Traue niemals Gegnern, die schon als Leiche auf dem Boden liegen, bevor man sie selbst gelegt hat. Tada! Da ist es. Und da ist gleich noch ein Kollege. Eine Kollegin, besser gesagt. Das heißt, den einmal leiten. Das Bonfire. Und halt das something. Anything. Oh, come now, help an old woman and buy something. Yep. Die hat nämlich, und das ist wichtig, den Schlüssel für den Blacksmith. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall hier kaufen. Das mache ich auch direkt. Der ist nämlich wichtig. Dann können wir nämlich gleich zum Blacksmith. Wir haben noch gar nicht so viele Seelen. Es gibt hier einen Trick mit einer Firebomb. Das war mit der, die man hier kaufen kann. Kann man hier eine Abkürzung direkt aufmachen. Aber ich habe das mal ausprobiert. Ich kriege es nicht hin. Deswegen lasse ich das sein. Brightbuck kenne ich nicht. Das ist ein neues Item. Oder es muss ein neues Item sein. Inflict more damage, receive less. Klingt gut. Ist aber auch teuer. 6000 Seelen habe ich jetzt gerade mal nicht zur Verfügung. Von daher. So, die hat hier auch die Traveling Merchant Head. Beziehungsweise Traveling Merchant Armor. Gerade der Head ist wichtig hiervon. Denn Effect raises Item Discovery. Heißt, der Moment, Item Discovery ist, glaube ich, das war auf jeden Fall wichtig. Das ist, glaube ich, wie, das steigert die Chance quasi, dass, wenn mich nicht alles täuscht, Gegner ihre Items droppen. Deswegen wichtig, brauchen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Mit der haben wir uns unterhalten, aber mit der müssen wir auf jeden Fall uns richtig unterhalten. Deswegen machen wir das auch. My name is Melencia. Hello. You're a stranger to this land. Oh, we get as strangers these days. Everybody's gonna run off. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. And the giants crossed the sea. Seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all me things right with me. You may travel light, but methinks you bear a burden of your own. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you hear what they also say? Don't believe what an old hag says. It's high time that I pick up a move. Darauf haben wir gewartet. I've a bargain for you. Next time we meet, my love. Yes. Yes, yes, thank you. So, genau. Mal ausprobieren, das ist das Letzte, was ich sage. No problem, auch wenn ich nichts gemacht habe. Hätten wir das nämlich nicht ausgereizt, also mit ihr bis zum Ende gesprochen, würde sie immer hier sitzen. Und da wir jetzt mit ihr gesprochen haben, zieht sie um in einen bestimmten Ort. Das werden wir aber später sehen, wo genau hin. So, das ist hier diese Abkürzung, von der ich geredet habe. Hurrah for Rear. Genau. Wir kommen gleich, oder später, an der anderen Seite, auf der anderen Seite dieser Wand vorbei.
und können dann quasi hier ein Loch springen. Es gibt den Trick halt, Brandbombe hier drauf werfen. Und wenn man Glück hat und den richtigen Ort trifft, beziehungsweise den richtigen Ort kennt, dann kann man die Explosion quasi von hier aus auch triggern. Und sich quasi eine Abkürzung, die man eigentlich nicht haben sollte, direkt am Anfang, direkt holt. Aber wir spielen es ja regulär, deswegen mache ich das direkt mal nicht. Sondern wir gehen mal hier hoch. Hier liegt nämlich das nächste Troll. Trollzeug rum. Die Tür ist zu. Aber, wie man hier sehen kann, die Tür hat auch ihre besten Tage hinter sich gebracht. Das heißt, was wir machen können, ist ein paar Mal gegenhauen. Und tada! Sesam, öffne dich. Sowas muss man halt ausprobieren in Dark Souls. Das darf man nicht vergessen. Alles immer kaputt machen. Vorsichtig sein. Einerseits, dass die Waffen nicht kaputt gehen und andererseits, dass diese Viecher einen nicht von hinten erwischen. Genau, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Die Waffen haben halt ihre, Haltbarkeit, genau. Das sind diese roten Streifen da unter denen, unsere Hauptwaffe ist jetzt kurz davor, tatsächlich kaputt zu gehen. Deswegen sollte ich vorsichtig sein. Und ein bisschen mehr mit links hauen. Beziehungsweise, solange die nicht komplett verbraucht sind, kann man sie an dem Bonfire wieder reaktivieren. Wenn sie einmal kaputt sind, dann nicht. Dann muss man tatsächlich zum Schmied und der muss es ein für Seelen reparieren. Und ja, deswegen. Natürlich, jetzt passen wir natürlich auf. Und wir haben ein Small Leather Shield und Repair Powder. Der Small Leather Shield ist nicht so ganz geil. Ich gucke mir den mal an. Genau. Der hat, was hat der? Muss ich das mal hier angucken? Der hat auch nur 75%, wie man sieht. Der hat ein bisschen bessere, obwohl auch nicht. Ja, im Prinzip ist das genau das gleiche, nur dass er ein bisschen größer ist, glaube ich, ne? Bin ich da ganz sicher. Weil der sogar leichter ist als der Buckler Shield. Ne, dann lassen wir den mal drauf. Für alle Fälle aber auch nur. Und die Hand Axe. Hand Axe? Wie ist denn die Handaxe? 120 Damage, das vergleichen wir am besten mit dem. Okay. Prinzipiell genau die gleiche Waffe, ein bisschen besseren Piercing Damage oder so, was das auch da immer unten bedeutet. Moment, guck ich mal an. Nee. Poise. Ah, Poise Damage. Disrupting Opponent's Poise. Das ist quasi, wenn man mehr Poise Damage hat, dann kommt der Gegner eher ins Straucheln. Ne, das ist ja Poise. Das ist quasi Standfestigkeit. Ich schätze mal, dass das bedeutet. Ja, aber ich glaube, wir sind mit dem. Vor allem, weil der kein Dexterity Bonus hat. So wie unsere Waffe. Von daher ist das ganz gut schon so. Achso. Firebomb. Da haben wir auch nochmal eine. So. Weiter. Nächster Raum. Da müssten auch noch Gegner, glaube ich, auf uns warten, wenn mich alles täuscht. Nee. Tun sie nicht. Hier ist nämlich eine Kiste. Die ist wichtig, soweit ich mich erinnern kann. Estus Flask Shard. Genau. Und den Small White Science Soapstone. Damit können wir uns quasi beschwören lassen. Und PvP-mäßig bei Bossen helfen. Oder nicht nur bei Bossen. Ist allerdings nur der Small. Das heißt, man verschwindet nach einer bestimmten Zeit. Und wie man gesehen hat, da ist noch ein Item. Und das ist nicht ganz so einfach, da ranzukommen. Ich probiere es mal aus. Nice. Divine Blessing. Haben wir. Perfetto. Okay. Dann setze ich mich mal hier dran. Die müsste verschwinden.
Nee, die ist immer noch da. Okay. Na gut. Und dann, wir haben